Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in Denderas Blick in die Akasha-Chronik am 19. März 2019. Heute stellen wir die Frage, soll ich nicht, vielleicht ja, vielleicht nein, ich weiß es nicht. Die nächste Frage, was wir stellen heute, soll ich mich durchsetzen, soll ich mich behaupten, soll ich Stärke zeigen, vielleicht ja, oder soll ich eher zurückhaltend sein, mitfühlend, immer für anderen da sein? Vielleicht. Aber was ist dann, wenn ich ausgenützt werde? Dann kommen die verletzten Gefühle. Das macht so unsicher. Und die nächste Frage, was wir heute stellen, in welche Richtung soll ich mich einsetzen? In welche Richtung kann ich etwas in Bewegung setzen? Dann wieder die Frage, soll ich das tun? Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber es ist wichtig, auf unserem inneren Stimme hören. In die Liebe, Partnerschaft kommt mehr Leichtigkeit. Und es nähert sich etwas. Ja, es nähert sich Gesprächen über eine Reise oder ein Besuch von Ausland, ein Plan, das kann ein Urlaub sein, eine Überraschung aus Ausland. Ja, es nähert sich etwas und das hat mit Reisen etwas zu tun, das hat mit Urlaub etwas zu tun, das hat mit Ausland was zu tun. In einer rechtlichen Lage klärt sich bald auch etwas auf. Und das war den Blick in Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.